Was geht ab, meine Freunde, zu einer weiteren Folge My Time at Borziani hier auf meinem Kanal, ey. In der letzten Folge sind wir da stehen geblieben, wo wir die Bridgeheads gebaut haben und Buddy und alles, aber uns fehlt leider noch ein Stück für die Brücke. Aber wir haben ja zum Glück schon die weiteren Sachen in Auftrag gegeben in unserem Stone Furnace. Plus, ich sehe noch links hier geschrieben, wir wollten noch die 20 Spines abgeben und 5 Gläser noch produzieren. Und bezüglich den Lags habe ich das beim Cutten beobachtet. Ihr seht die Lags gar nicht. Ihr hört das vielleicht manchmal an dem Ton von meiner Stimme. Da verzögert sich das Ganze etwas und ich muss dann ab dieser Stelle das Ganze neu synchronisieren. Aber in der Videodatei des Spiels merkt ihr eigentlich nichts davon, was sehr merkwürdig ist. Aber ich merke die Lags zum Beispiel gerade, ihr aber nicht. Aber ich habe schon eventuell eine Lösung, und zwar, ich werde mal den kompletten Computer entstauben. Das ist auf jeden Fall eine sehr plausible Lösung, die auch eigentlich funktionieren sollte. So, aber jetzt gucke ich erstmal. Hardwood Planks brauchen wir 5. Haben wir 5? Okay, wir können das nächste Teil bauen. Das ist sehr gut. Geplatzt. So, zack, wir haben jetzt das nächste. Bei uns läuft gut, Leute. Bei uns läuft gut. Und wir brauchen 5 Glasses natürlich. Dafür müssen wir aber in die Mine. Und wir gehen jetzt erstmal noch, warte, ich will erstmal ganz kurz gucken, was wir nochmal für dieses Möbelstück hier benötigen. Wir wollten ja ein Small Chair bauen. Wooden Board brauchen wir eigentlich nur. Das können wir jetzt mal schnell machen. Wooden Board brauchen wir 3 Stück, glaube ich, ne? Die können wir ja schnell da reinpacken. Und dann können wir das Geschenk schon abgeben zum Major. Okay, 2 Wooden Boards nur. Okay, dann haben wir aber noch ein bisschen on top was über. Und wir haben noch Kupfer und Zinn. Okay, aber sehr wenig. Alles klar. Wir gehen jetzt erstmal die Spines abgeben, würde ich sagen. Und zwar da oben. Alles klar. Ne? Und danach können wir nämlich unten die Brücke bauen. Und dann bin ich gespannt, was dann auf uns zukommt. So, der müsste irgendwo da oben lungern, der Gauner. In die Mine müssen wir auch noch. Ah, heute ist Sonntag, heute gehen alle in die Kirche. Außer ich gehe arbeiten. Jetzt sagt er, ich wusste, ich konnte auf dich zählen. Ne? Jetzt kann ich mehr Regenschirme machen, bevor es das nächste Mal regnet. Cool, wie es schon seit 2 Tagen regnet. Aber Leute, wir haben hier ein bisschen Gold, Powerstone 1. Wir haben sogar ein Umbrella bekommen. Oh, was können wir denn damit machen? Learn to craft an umbrella with spine, copper bars and fiber cloth. Okay, wir haben das jetzt gelernt. Frage ich mich schon, was das aber bringt. Umbrella, umbrella, where's the umbrella? Oha, was man hier alles machen kann. Sprinkler. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier wirklich noch so aktiv Tiere und Sachen züchten kann, wie in Harvest Moon. Könnt ihr My Time at Porsche Spieler mal gerne in die Kommentare schreiben. Okay, ich finde jetzt hier Umbrella nicht. Vielleicht hier. Casual Hoodie. Korrekt, den können wir schon im Prinzip machen, aber Kampf, ich glaube, war da Umbrella. Da, Umbrella. Nice. Okay, bringt uns aber nichts. Das einfach anzuklicken. Guck mal, ganz Menschen gehen sonntags in die Kirche. Richtig die Gläubigen. Nicht so wie ich hier. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Immer arbeiten. Egal ob Sonntag, Montag oder Montag. Ist doch egal. Okay, was haben wir da oben noch für eine Aufgabe? Present, genau. Okay, das müssen wir auch noch machen. Aber das ist ja gerade ein Arbeiten. 3 Minuten und 28 Sekunden ist das vorbei. Und ich sehe, die Bäume hier wachsen nach. Hier auch. Sehr schön. Das ist sehr gut. Das können wir nämlich alles auf jedensten Fallsten dann benutzen. Ach, guck mal, da ist einer. Der geht nicht in die Kirche, da unten der. Der denkt sich auch, hey, Bruder, nee, beruhig dich. Hier kann man leben. Und dann chillt er hier am Ufer. Toadie, was lungerst du hier rum? Chat. Got some great catch today. Highly recommended peacock shrimp. Fresh and delicious. Okay, der ist hier wohl auch am Angeln, der kleine Gauner. Aber Leute,
Macht euch bereit. Jetzt ist hier die Brücke vollendet. Ich bin so nervös. Alter. Wir können jetzt auf die andere Seite, Leute. Was geht? Alter, können wir das abbauen? Need a better pickaxe. Das müssen wir safe machen. Better pickaxe. Alter, Leute, zieht euch mal rein, wie viel Stein wir hier haben. Das ist auch ein Stein. Alter, Leute, wir haben hier heftig viele Sachen. Oh, was haben wir hier? Hier scheint ja irgendwie auch noch eine Mine zu sein, ne? Okay, das ist nur eine ganz kleine Insel. Amber Island, also wirklich sehr klein. Normal können wir das nicht abbauen. Und die Resonanz, die Folgen länger zu machen und da also nicht zu cutten und dadurch länger werden zu lassen, ist sehr gut, also war eine sehr gute Resonanz. Also ihr feiert das auf jeden Fall mehr, als würde man die cutten. Freut mich natürlich, dass ihr da Feedback gegeben habt. Kann ich auch natürlich längere Videos produzieren, ne? Okay, Apple. Was können wir damit machen? Restores 5 Stamina. Nice. Alter, Leute, wir sind jetzt hier auf Amber Island. Geil, Mann. Da ist auf jeden Fall eine Mine. Wir müssen auf jeden Fall zu Antoine. Antoine. Aber erstmal, obwohl, wir haben gerade gar keine Aufgabe. Wir können jetzt mal... Oh, was ist hier? Resin. Wir können jetzt hier auf jeden Fall mal gucken, was hier geht. Wir können jetzt in die Mine erstmal gehen, ein bisschen Sachen abbauen. Plus, on top, können wir noch in die Commerce Guild gehen. Immer, Leute, immer wenn ich aufnehme, juckt meine Nase, ne? Das ist eigentlich Katastrophe, das geht nicht. Das regt mich richtig auf. Das ist so eine richtige, eine Krankheit seit Geburt an irgendwie, ohne Witz. Immer wenn ich aufnehme, schon seit meiner kompletten YouTube-Karriere. Ich habe bei YouTube in 2010 angefangen. Also schon 8 Jahre mache ich den Butz hier. Also den Kanal nicht, ich hatte vorher noch andere Kanäle. Aber insgesamt YouTube mache ich seit 8 Jahren. Und immer, wenn ich aufnehme, juckt meine Nase. Das kann doch nicht normal sein, oder? So, jetzt machen wir erstmal Small Chair. So, Gepair, kann man mit leben. Und daraus, warte, wir tun jetzt erstmal das Wooden Board. Packen wir hier rein. Genau wie Bronze, Stone... Das auch und das auch. So. Dann will ich mal ganz kurz gucken, was so ein Lagerfeuer kostet. Hier so ein Grill. Copperpipe. Das war's. 3 Copperpipes. Solide. 2, das heißt, wir brauchen 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Hier. Copperpipes 3 Stück. Das dauert 3 Minuten, alles klar. Und dann hier Any Tree Will Give Wood. Wood 10. Haben wir 34. Das heißt, wenn wir wiederkommen, können wir uns auf jeden Fall einen Grill machen. Und damit können wir uns endlich mal das Fleisch braten. Was uns dann endlich mal für den Tag um einiges mehr Stamina bringt. Das wird schon mal ein Riesenvorteil. Aber ich frage mich gerade, ob jemand hier überhaupt drin ist. Ah, die haben geöffnet, sogar am Sonntag. Aber Antoine ist vielleicht gar nicht da, ne? Ah, der ist da. Ehrenmann. Super Arbeit. Hier ist dein Geld. Boah, 1,8k, 200 Reputation. Alter, wir sind doch locker, nicht Erster, aber wir sind schon sehr weit, oder? Ja, Madrigal, Platz 4, Bruder, Platz 4. Wir müssen Minimum Dritter werden. Dann gibt es nämlich schon mal Powerstone 10-mal. Damit können wir richtig nachhaltig leben. Hast du noch was für uns? Okay, der sagt halt einfach nur, wir sollen ein bisschen Creme für unser Gesicht nutzen, für weiche Haut, bla bla bla, juckt null. Wir müssen auf jeden Fall noch... Okay, wir können nicht mehr annehmen, alles klar. Wir gehen jetzt also erstmal in die Mine. Und holen uns ein bisschen Sand. On top natürlich dadurch ein bisschen Kupfer und ein bisschen Tin. Wobei ich weiß gar nicht, wenn wir Kupfervorkommen abbauen, kriegen wir, glaube ich, keinen Sand. Deswegen werden wir uns einfach erstmal Sand gaunern. Einfach erstmal Sand gaunern. Ich will mal eine andere Etage.
Okay, und bald ist die Woche vorbei, ne? Dann müssen wir wieder Wochengebühren zahlen. Aber die haben jetzt so viel Geld bekommen, 1,8k. Guck mal, 3,1k, wir erweitern safe unser Grundstück. Ich habe doch letztens schon eine neue Stufe gemacht, ne? Ich habe schon mal 20 ausgegeben, egal. Egal. 20, ganz ehrlich, juckt null. So, hier kommen wir jetzt auf Kupfer. Ich frage mich, ob wir... Okay, Data Discs natürlich, das brauchen wir halt auch safe, ne? Ich frage mich, wenn wir Kupfer abbauen, ob wir dennoch Sand kriegen können. Das wird... Old Parts plus 3, lag da einfach so rum. Chillt bisschen. Copper, Tin. Tin. Okay, Leute, ich glaube, Sand kriegen wir so nicht. Aber halt so, ne? Ein bisschen Säulen noch. Aber wo ist Sand? Da war Sand. So, gib Sand. Gib Sand. Bisschen. Okay, Leute, ich denke mal, ich kann hier eigentlich einen Cut setzen, solange ich farme. Wenn was Besonderes passiert, sage ich euch natürlich Bescheid. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug Sand. Ich glaube, wir brauchen 40. Ich habe 52. Dann habe ich jetzt zu Hause noch ein bisschen was. Oder hatte ich das schon im Inventar? Kann auch sein. Auf jeden Fall haben wir erstmal genug. Und außerdem ist mein Stamina nicht mehr so solide unterwegs. Das ist aber gar kein Problem, weil wir jetzt gleich schon direkt schon den Grill bauen können. Das bedeutet, wir können uns unser ganzes Fleisch, 49 Stücke, die da chillen, ne, können wir einfach mal braten und davon leben. Sondern aus Prinzip nehme ich das hier noch mit. Ich frage mich, ob man hieraus auch Sand erhält. Man kriegt sogar Kupfer aus diesen Steinen, krass. Das ist gut zu wissen. So, hier haben wir Copper-Dingens. Das ist perfekt. Wir bauen jetzt nämlich erstmal einen Grill. So, und dann holen wir hier die. So, Grill, das war ja schon längst fällig, ohne Witz. Der Grill. Wo kommt der Grill hin? Wir wollen ja schon... Ah, hier, das passt, so weißt du, hast du so, während du grillst, so schön Ausblick da auf die Farm. Kann man machen. Und jetzt, salty grilled fish, roasted meat. Das bringt ja gar nichts. Das bringt dir nur HP. Ich will aber Stamina. Und außerdem, from Sophie's Ranch, da kriegen wir also Salz her. HP plus 30, last 6 seconds. Okay, das ist jetzt schade, aber... Naja, okay, was wollen wir machen, ne? Muss man... Schade eigentlich. Ich wollte eigentlich Stamina herstellen können damit, aber egal. Soll wohl nicht so sein. Machen wir einfach ein bisschen Glas. So. Ich gehe mal trotzdem so Sophie's Ranch und hol, warte mal. Wo ist Major? Chillt der noch in der Kirche? Tree Farm können wir auch mal demnächst abchecken. Ich gehe erstmal zu Sophie's Farm und schaue da, ob wir da ein bisschen Salt kriegen. Dann gehen wir zu Major Gale, geben unser Geschenk ab, weil langsam wird es Zeit. In 5 Tagen ist das Event nämlich schon. Und dann erweitern wir unser Grundstück, weil wir sehen ja schon langsam. Okay, die haben zu. Ah, und die Commerce Guild hat auch schon zu, oder? Wie geht das, dass wir schon 20 von denen im Spiel haben? Wir haben doch effektiv gar nichts gemacht, oder? Nee. Also Leute, das ist echt... Ach ja, Mann, das ist voll traurig. Wir treffen Major-Dingens wahrscheinlich auch nicht mehr. Ah, der hält aber... Nein! Major, bleib stehen! Ja, wir können ihm das geben. Gift Geld, Bright Sunday Gift. Chat. I hope Portia can be more prosperous under my guidance and become the model city in the free cities. Okay, der möchte Porsche auf jeden Fall nach oben pushen und zur Modellstadt sozusagen der freien Städte, also Städte der freien Allianz. Also sie soll einfach die Vorzeigestadt werden. Okay, dann geben wir dem mal den Stuhl. Wir sagen, oh, super, sieht aus, jetzt ein paar Gedanken da reingesteckt, schon dir Gedanken dazu ein bisschen gemacht. Was hat der so gesagt? I'm sure the celebrations for the Day of the Bright Sun
are a bit different in environment. Here, the airship tradition has been going on for almost 40 years. I think it started when someone jumped on a peach statue and started throwing cranberry candy at everyone. Er meint, das bisschen, dieser Tag ist ein anders als im Barnarok. Und hier diese Tradition mit diesem Heißluftballon gibt es bereits seit 40 Jahren. Und er glaubt, dass es angefangen hat, dass jemand Cranberries von der Peach-Statue runtergeschmissen hat. So fing das wohl an. Egal, wir haben das auf jeden Fall hinbekommen. Haben jetzt gar keine Mission mehr, ne? Doch, 5 Gläser noch. Läuft bei uns, Leute, bei uns. Man kann sich nicht beschweren oder beklagen, ne? Wir können auf jeden Fall, oder haben wir nur 5 CDs, glaube ich, ne? Ah, ne, 6. Wir können endlich uns mal so ein Ding holen, womit wir Sachen anbauen können. So, jetzt machen wir hier bei. Ja, wollen wir haben. Los, erweiter unser Grundstücke. Nice, Mann. Nice, 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 Leute. Bei uns läuft so gut gerade. Aber der Baum hier lebt ein bisschen illegal. Ich lasse den kleinen Busch mal da, okay? Und dann schauen wir mal mit der Zeit, ob sich dieser Busch vergrößert. Das interessiert mich nämlich. Okay. Wir haben jetzt hier viel mehr Platz. Viel mehr Platz. So. Okay, das können wir scheinbar nicht. Das müssen wir dann, glaube ich, wenn wir das erweitern. Oh nein, bei mir hat schon Internetbrowser geöffnet. Weil Telekom denkt, ey, ich habe kein Internet, komm, wir richten dir das ein. Telekom, ich habe kein Internet wegen euch, wegen euren super Technikern. Bringt mir die erstmal vorbei. Frühzeitig und nicht mal eine Woche später. So, jetzt haben wir den Grinder dastehen. Das hier können wir auch locker woanders hin positionieren. Der kann eigentlich da rein, oder? So, dann haben wir da den Grinder. Wooden Storage kann man auch da lassen. Kann man das hier abbauen? Das kann man bestimmt auch woanders hin platzieren. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So. Ja, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall solides Grundstück. Was kostet der Spaß? 15k, alles klar, Bruderzen. Uns läuft gut, Leute. Läuft gut. Okay, wir müssen aber langsam pennen gehen. Wir haben schon kurz vor 12. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ihr fandet gut, dass wir heute alles geschafft haben. Ich würde sagen, ihr hinterlasst wie immer einen Kommentar, was euch gefallen hat, was man besser machen kann. Eine Bewertung würde mich auch freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.